Hallo Menschen, ich melde mich zurück zu einem Pokémon X und Y Wi-Fi-Kampf. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gegner und dieser heißt Mulwone, egal wie ihr es aussprechen wollt. Er ist ein amerikanischer Poketuber und an sich sehr erfolgreich. Dieser Kampf ist dadurch zustande gekommen, dass er auf Twitter nachgefragt hat, ob jemand kämpfen will. Und ich habe gedacht, komm, forderst ihn heraus. Ich habe mir gedacht, also, die meisten Poketuber haben ja eigentlich meistens was drauf und können ja gute Kämpfe geben. Und im Endeffekt hat er das auch. Und es war ein sehr cooler Kampf. An manchen Stellen etwas fragwürdig, wie er gespielt hat. Ich habe eigentlich relativ viel, also dafür, dass ich eigentlich in X und Y-Kämpfen meistens oft choke, relativ gut gespielt. Aber naja, er geht mit Ampharos Carpels, Tentantel, Dimeteros Tiergeistform, Turtok und Latios an den Start. Währenddessen ich mit Akani und Rotom Heat an den Start gehe, sowie mit Nachtara, ihr kennt meinen Fluch Nachtara, mein Gengar, Tentantel und Morlord. Morlord ist neues, habe ich tatsächlich noch nicht gezeigt, genauso wie Akani. Also die haben wirklich in diesem Kampf gezeigt, dass sie durchaus was drauf haben. falls ihr manchmal so ein Schniefen hört oder ein kleines Husten, da tut es mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich will euch auch mit tollen Pokémon-Content bereichern, euer Leben damit beglücken, kann man so sagen, keine Ahnung. Jedenfalls, achso, und ich habe gar nicht gesagt, dass es hier Let's Battle Them quasi wieder ist. Ich habe ja in meinem Infovideo gesagt, dass ich Let's Battle Them jetzt auch so mache, dass ich Wi-Fi-Kämpfe gegen YouTuber, Poketuber machen werde. Und das hier wäre dann quasi der erste. Also, natürlich nicht nur große Poketuber, sondern auch kleine wie Light Gaming, aber den würde ich jetzt nicht als Let's Battle Them, weil ich gegen den schon Let's Battle Them gemacht habe. Ja, dann reden wir jetzt nicht so weiter um den heißen Brei herum und wir starten direkt mal mit dem Kampf. Jo, ich guck mir das jetzt auch über mein Bearbeitungsprogramm an, damit ich dann auch hier schön, oh, das war ein bisschen falsch, egal, damit ich mir auch schön hier den den Moment, wo es gespeedet wird, auch gut mitkomme. So, ich fange mit Akani an, weil ich eigentlich den Tentantel-Lead predicted habe. Ich habe eigentlich gar nicht so wirklich viel predicted, ich hatte auch nicht so viel Zeit zu predicten. Aber er fängt letztendlich mit Landus Tier an, also Dimeteros. War eigentlich predictable, aber ja, ist ja auch nicht so schlimm, denn ich habe Morlord, meine physisch-defensive Wall und seine Kehrtwende wird erstmal von Beulenhelm Morlord abgefangen und dadurch kriegt er erstmal 60% Schaden, was relativ gut für den Start ist. Und die U-Turn hat jetzt auch nicht so viel Schaden gemacht, also ist es schon mal ein guter Start für mich. So, jetzt geht er in sein Carpels. Übrigens cooler Name und auch voll shiny, ich liebe das. So, jetzt habe ich hier schon einen kleinen Overpredict gemacht. Ich habe gedacht, ja, Ferrothorn Switch ist so obvious wegen Filzspore und auch Tempo-Heap, dass ich da reingehen werde. Deswegen gehe ich in Lavandia, predicte den Tempo-Heap und weil ich auf Ferrothorn hätte gehen können. Aber im Endeffekt ist er doch nur auf Bullet Seed gegangen und hat mich nicht aus dem Spiel genommen, weil es, obwohl da ein Quit dabei war, war ich schon ganz glücklich drüber. Jetzt mache ich direkt einen zweiten Overpredict und gehe für Will-O-Wisp, weil ich mir dachte, er kann nicht drin bleiben, er kann nichts machen. Also gehe ich auf Will-O-Wisp und es trifft nicht. Das ist jetzt nicht so schlimm, denn Blastoise ist sowieso speziell immer. aber so Residual Damage wäre schon gut gewesen, also Schaden, der kontinuierlich ist. Jetzt gehe ich in Tentantel, wusste, jede Attacke sollte von Turtok gefressen werden. Jede Attacke, die von Turtok kommt, sollte gefressen werden. Und da ich mir sicher war, dass es kein Mega-Turtok ist, weil er ja schon einen Ampharos dabei hat, dachte ich mir, das defensive Turtok wäre ich schon gut aushalten können. Weil ich finde, normale Turtoks sind meistens defensiv und die Mega-Turtoks meistens offensiv. So, jetzt habe ich den Switch schon prediktet. Ich dachte mir, der wird bestimmt denken, dass ich Tarnstellen mache und einfach auswechseln und nicht auf Tentantel gehen. Geht auf Ampharos. Da habe ich erstmal gedacht, was kann Ampharos machen? Aber da habe ich noch nicht dran gedacht, dass es Fokusstoß haben könnte. Und das hat es auch. Und jetzt kommt Hikari, so wie ich es nennen würde. Okay, das war ein bisschen laut.
Jedenfalls, habe ich jetzt predicted, dass er mich predicted, dass ich Schutzschild mache. Und das macht er letztendlich. Er macht Agilität, weil er dachte sich, dass ich Schutzschild mache. Und ich mache Tarnsteine. Und die Tarnsteine werden im weiteren Spielverlauf sehr wichtig, denn so kriege ich immer wieder guten Schaden auf jegliche Pokémon drauf. Was relativ gut ist. So, ich habe jetzt schon zwei Runden Egelsamen von diesem Ampharos gefressen. Und dass ich Schaden genommen habe. Jetzt mache ich Schutzschild, jetzt hat er sich wahrscheinlich gedacht, dass ich gar kein Schutzschild habe. Und deswegen geht er direkt auf Fokusschluss, aber es hat ihn dann nichts gebracht, weil ich auf Schutzschild gegangen bin. Yeah, so, jetzt gehe ich auf Kyroball. Und mache ihn richtig schön Schaden. So, jetzt könnt ihr euch natürlich denken, was ich mache. Ich gehe auf Schutzschild. Oh nein, ich gehe doch nicht auf Schutzschild. Warum soll ich... Ich hätte auf Schutzschild gehen können, tatsächlich. Naja, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe hier den Obvious-Switch gemacht und bin auf Fokusstoß gegangen. Eigentlich habe ich den Switch predicted, weil jetzt ein Schutzschild obvious ist. Und warum sollte er mit ein besamtes Ampharos drin bleiben? Und ja, eigentlich war Switch schon ein bisschen offensichtlich. Und da Gengar so mit fast seinem ganzen Team gut handeln kann. Und da ich wusste, dass er nicht Landos rein switchen wird, habe ich mir gedacht, ja, Gengar ist ein gutes Switch, aber nee, der ist drin geblieben. Jetzt mache ich hier nochmal einen obvious Switch, und zwar den Switch auf meinen Bodentyp, um den Donnerblitz abzufangen. Hat auch nicht predicted. Das waren so Spielzüge von meinem Gegner, die man hätte besser machen können. Aber ich habe nichts dagegen, ne? Jetzt macht er Fokusschluss, er ist immer noch drin, also seinem Ampharos ist ihm anscheinend scheißegal, was ich total überhaupt nicht verstehen kann, weil Ampharos hätte schon viel anrichten können in meinem Team, vor allem gegen dieses Tentantel, weil Tentantel ist, finde ich, im Overuse die beste Wall, seitdem Panzeron nicht mehr so gut ist. Ich weiß nicht, woran liegt es eigentlich, dass Panzeron nicht mehr so gut ist? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil so viele Mixed-Pokémon sind. Egal. So, jetzt kommt er wieder mit Carpets rein und hier ist wieder so ein Over-Prediction-Thing-Scheiß. Er wird wahrscheinlich Bullet Seed machen und da dachte ich mir, ja, gehe ich auf Rotom Heat, um diesen offensichtlichen Bullet Seed jetzt abzufangen, also Kugelsaat. Eigentlich hätte er jetzt auch wieder overpredicten können. Er hätte predicten können, dass ich auf Tentantel gehe, diesmal. Aber hat er nicht gemacht. Okay, und jetzt kam ein Spielzug, der ein bisschen, naja, der war doch nicht... Hey, der war doch nicht schlecht. Ich hatte gerade das Erinnerung, dass er eigentlich für Tempo Heap gegangen ist, aber warum hat er ein Rotom Heat mit Kugelsaat angegriffen? Wahrscheinlich hat er Gengar prediktet. Na, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich jetzt mit Gyro Balls wieder drin. Er kriegt jetzt durch meinen Iron Barbs richtig viel Schaden, was gut ist. Aber er hat Tentantel unterschätzt und dadurch, dass er mein Tentantel unterschätzt hat, geht es nicht durch Tempo Heat drauf. Es hat zwar sehr viel Schaden gemacht, aber trotzdem. Ich wäre auch hier nicht drin geblieben. Und da geht schon das nächste Pokémon von ihm down. Jetzt dachte ich mir schon, sieht schon mal gut aus. Also Carpels als auch Ampharos sind down, die Pokémon, die mich mit Kampfattacken hätten zerstören können. Also ein Tentantel. Also jetzt hat er nichts mehr. Jetzt hat er nichts mehr, um meinen Tentantel zu treffen. Also da dachte ich mir, okay, Tentantel wird sicher WM wichtig. Deswegen erstmal scouten, was er macht. Und dann direkt auswechseln. Und er geht für Kehrtwende. Also habe ich mir gedacht, wenn er jetzt Choice Scarf ist, dann macht er jetzt nochmal Kehrtwende. Und wenn er nicht Choice Scarf ist, dann würde er jetzt Erdbeben machen. Oder wenn er Choice Scarf ist, würde er Instant auswechseln. Aber er geht für Kehrtwende. Bedeutet, jetzt ist auf jeden Fall klar, dass er Choice Scarf in der Sitz, hätte er jetzt Erdbeben gemacht. Natürlich hätte es auch ein Next Level Overpredict sein können, aber das gehe ich mal ganz stark nicht davon aus. Weil bis jetzt hat er ja noch nicht so bewiesen, dass er... Ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt mit den Switches. Aber ich habe mir schon natürlich was bei gedacht. Ne? So, jetzt gehe ich in mein speziell defensives Payback. Diesmal ist es nicht mehr hart. Ich habe es neu gezüchtet, wie bereits erwähnt. Und schaut, wie viel dieser Choice-Backs Dracomedor macht. Es knockt mich nicht aus. Also wäre es ein hartes Nachtara noch gewesen, dann wäre ich schon in Trouble quasi. Und mein Nachtara wäre wahrscheinlich schon down. Aber gut, dass ich ein spezialdefensives Nachtara gemacht habe. Denn das ist wirklich sehr gut. Jetzt gehe ich auf Erholung. Tut mir leid. Boah, ich bin krank. Jetzt gehe ich auf Erholung. Auf den predicteden Switch von Mulvorn.
Denn es war irgendwie klar, dass er mit Latios jetzt nicht drin bleiben können will, weil er wahrscheinlich den Payback prediktet. Jetzt geht er auf Kehrtwende. Ja, das war natürlich klar. Auf einen Unlichttyp macht man am besten eine Kehrtwende. Jetzt geht er wieder auf seinen Latios. Ja, weil das ist das einzigste Pokémon, was hier noch etwas Schaden machen könnte. Nämlich die anderen drei sind eher defensiv. Auch wenn Landorus Choice Scarf ist. Finde ich, macht nicht so viel Schaden wie zum Beispiel Ash Voice Latios oder. Oder Pilz oder Life Orb Karpilz, nicht? Ja, jetzt kommt der Dracometor auf mein Rotom Heat, was natürlich ausreicht. Ich habe jetzt kein spezialdefensives oder allgemein defensives Rotom da. Also, ja, ist klar, das ist Ausnock. So, jetzt dachte ich mir, da es jetzt ein Spezialangriffs-Drop hat, gehe ich in Arcani und mache einfach einen Flammenblitz. Ich hätte eigentlich auch auf Tertantel gehen können und hätte Egelsamen einsetzen können. Dann hätte ich nämlich noch ein bisschen KP wieder regenerieren können. Wäre es mir auch ein bisschen leichter gefallen mit den mit diesem Kampf. So, ich habe Flammenblitz gemacht mit meinem Wahlband Arcani, welches richtig viel Schaden macht auf dieses wahrscheinlich physisch defensive Turtok. Wäre es speziell defensiv, hätte es glaube ich schon mehr als die Hälfte gemacht. Jetzt gehe ich wieder zurück auf Payback, aber ich bin mir echt sicher, also. Don't call me on that, oder wie die Amerikaner sagen. Jetzt gehe ich auf Payback und hier wird schon ein bisschen eklig, denn Blastoise, ja, kann macht wirklich nicht sehr viel Schaden. Und es wird noch nicht eklig, das ist eine andere Stelle. Sorry! Jetzt will ich versuchen, einfach schon mal ein bisschen Erholungsrunden zu burnen und mache einfach mal Schlafrede, guck, was rauskommt. Payback wäre am besten, nicht? Oder Curse wäre auch ganz gut. Und ich krieg Payback, also kann ein bisschen Schaden auf dieses Landorus Tier raushauen. Und das bringt dich schon mal in den roten Bereich, was ganz gut ist. Hier wollte ich aber noch nicht einen U-Turn fressen, denn das würde schon wehtun. Gehen wir auf Morlord und er macht Erdbeben. Ja, das hat mich überrascht. Okay, es war eigentlich ein bisschen obvious, aber ich hätte jetzt auch nicht instant in Gänger gehen können. Nämlich hätte er Catfinding gemacht, dann wäre Lavandia schon. Ja, ich glaube, der wäre noch im Leben, aber da hätte er eben die Switch Advantage bekommen und dann wäre Gengar auch irgendwann am Arsch. So, jetzt ist natürlich Erdbeben immun, also er ist natürlich Erdbeben immun. Boah, ich kann heute nicht reden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich erkältet bin. Jetzt predikte ich den Switch ein weiteres Mal mit Gengar und was denkt ihr, welche Switch predikte? Genau, da kommt ein Irrlicht. Und diesmal trifft er sogar. Ja, ist jetzt nicht so, als würde dieser Burn mir irgendwie helfen. Aber die Gyrobälle von Ferrothorn, die wirklich schon sehr viel Schaden machen können, werden jetzt weniger Schaden machen, was gut ist. So, und hier habe ich eigentlich die Tarnsteine predicted, weil Arcani wird ihm wahrscheinlich, könnte ihn noch zum Problem werden. Deswegen gehe ich direkt auf Arcani, damit ich keine 25% Tarnstein-Schaden fressen muss. Aber er geht auf Donnerwelle, also hat anscheinend keine Tarnsteine. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil so ein paralysiertes Arcani ist kein gutes Arcani, vor allem wenn es offensiv ist. Im Nachhinein betrachtet hätte ich vielleicht in Morlord gehen sollen. Aber naja, was soll man machen? Jetzt gehe ich auf natürlich Flammenblitz. Oder was mache ich? Nein, ich mache Close Combat, also Nahkampf. Weil ich wusste aus dieser Range, also es hat ja nicht mehr viel KP, dieses Tentantel, würde Nahkampf ausreichen, vor allem von einem Choice Band Arcani. Ich betone es so gern. Mein Regiband. Und das hätte auf jeden Fall dieses Tentantel ausgenockt. Er wechselt aber trotzdem auf Blastoise. Ist natürlich klar, wer bleibt auf einem Arcani drin. Ich würde es nicht tun. Jetzt gehe ich wieder auf mein Nachtara, weil ich mir dachte, ja, spezialdefensives Monster und so. So, und jetzt kommt die Stelle, wo es eklig wird. Fast immer Fluch, manchmal ganz oft Gegenstoß. Und dieses Turtok wird dadurch richtig. Ja, hart gefickt, weil ich so viel Glück hatte. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe wirklich mit diesen Schlafreden-Sets nie wirklich Glück. Aber diesmal hatte ich sehr viel Glück, also finde ich ganz cool. Er macht hier weiter Siedewasser. Er kann wirklich nicht viel machen. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht auswechselt, denn ja, er hätte einfach auswechseln können und dann wäre dieses Problem, hätte er das Problem nicht. Wahrscheinlich hat er gedacht, dass er ein Payback jetzt noch aushalten kann, aber kann er nicht. Und Turtok geht zu Boden. Und jetzt sitzt in der Klemme mit nur noch zwei Pokémon. Er hat nur noch Latios und Demeteros. Und ich glaube, ihr wisst, worauf das hinausläuft. Ich könnte hier rein theoretisch mit Gengar das kaputt machen. Dieses Latios.
kommt drauf an, wer ich den Speed-Teil gewinne, ne? Und dazu kommt noch, dass er einen Special Attack Drop hat, also ich hätte das irgendwie handeln können. Hätte ich jetzt keinen der Gegenstoß bekommen, aber ich habe den Gegenstoß bekommen, deswegen kürze ich dieses Prozedere sehr schnell ab und wir können dieses Latios aus dem Kampf nehmen. Und das bedeutet, es steht 5 zu 1 und dieses Landorus kann nichts mehr machen gegen mein Team, weil es ja Gewahrschalt ist und da, jetzt ist es nochmal deutlicher geworden, denn wäre er nicht Wahrschalt gewesen, hätte er noch ein bisschen Schaden an meinen Pokémon ausmachen können, aber war er im Endeffekt nicht. Oh. So. Ich hoffe, euch hat dieser Kampf gefallen gegen einen relativ. Ah, es stand gar nicht 5-1, er hatte noch Tentantel, habe ich gerade gesehen. Naja, egal. Gegen einen relativ erfolgreichen YouTuber, also. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie findet ihr Mulwurden? Findet Mulwurden? Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Mulwone? Keine Ahnung. Wie findet ihr diesen YouTuber? Ja, also ich gucke ihn jetzt nicht so oft, aber der macht sehr viel über Auras, falls euch das interessiert und ihr euch gerne spoilern lässt. Könnt ihr euch das anschauen? Ich gucke mir das jetzt nicht so gerne an, weil. Warum? Ich hoffe, euch gefällt auch der Rahmen. Habe ich das schon erwähnt, dass ich einen neuen Rahmen habe? Was los? Ja, das ist ein neuer Rahmen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Kampf wieder. Bis dann. Ohoho.